Letztens, da musste er eine Halskrause tragen, weil einer Hundebesitzer, wissen bestimmt, was es ist, eine Analdrüse geplatzt ist. Und deswegen hat er halt Antibiotika und alles Mögliche bekommen und musste halt eine Halskrause tragen, damit er sich halt nicht da unten leckt und so. Genau, also das war ziemlich so. Aber ja, er hat es überstanden, alles gut. So, dann machen wir mal mit den nächsten Fragen von der nächsten Person weiter. Und zwar sind ja die Fragen, wann kommt das nächste Video mit dir, Valerie und Sandra? Also ich kann jetzt schon mal sagen, ich hätte da mega Bock drauf und tatsächlich ist auch was in Planung. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also könnt ihr gespannt drauf sein. Also es ist auf jeden Fall was in Planung. Genau, und das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Die zweite Frage ist, was für Lippenstifte benutzt du aktuell immer? Dieser rote steht dir so gut. Den habe ich auch gerade drauf. Ich denke mal, dass du den meinst. Das ist ein Lippenstift von Manhattan. Manhattan. Und die haben ganz, ganz viele verschiedene Farben. Also da würde ich mal im Rossmann oder DM schauen. Da sind ja immer so Aufsteller. Genau, da sind die eigentlich immer mit drin. Ja. Okay, dann machen wir mit den nächsten Fragen weiter. Und zwar, was sind eigentlich deine Hobbys neben ASMR? Würde mich mega interessieren. Also, Hobbys an sich habe ich eigentlich neben ASMR gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was ich so nebenher mache, ist gerne zocken. Und zwar so Horror-Games. Also ihr merkt schon, Horror ist mein Genre. Also sei es Filme, Serien. Also ich liebe einfach Horror. Und deswegen spiele ich halt auch gerne Horror-Games dann in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade ASMR mache. Es soll ja auch zukünftig jetzt jeden Sonntag einen sogenannten Zockersonntag hier auf meinem YouTube-Kanal geben. Da werde ich aber nicht flüstern, sondern werde normal reden und halt zocken. Und da könnt ihr mir dann halt zugucken bei den Horror-Games, wenn ihr Bock drauf habt. Mal schauen, wann ich das erste Video davon hochladen kann. Diesen Sonntag wird vielleicht ein bisschen knapp, weil wir das noch alles einrichten müssen. Aber nächsten Sonntag sollte es vielleicht funktionieren. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau. So, die nächste Frage ist, eine Sache, die du in diesem Leben nicht mehr machen möchtest. Oh, da gibt es bestimmt einige. Aber denkt ihr, es fällt mir gerade ein? Natürlich nicht. Eine Sache, die du in diesem Leben nicht mehr machen möchtest. Da würde mir jetzt spontan einfallen, dass ich nie wieder einen Job machen möchte, auf dem ich absolut keine Lust habe und mit dem ich mich absolut nicht wohlfühle. Das wäre so eine Sache, die ich nie wieder machen möchte. Also wenn, dann muss das schon passen. Aber ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wo ich mich in 5 Jahren sehe. Also vielleicht hat sich das ja dann schon erledigt. So, mich würde interessieren, was dein schönster Urlaub war. Oh, mein schönster Urlaub. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, das war Gran Canaria. Ja, ich glaube, Gran Canaria war der beste so. Da war so geiles Klima. Es war zwar richtig, richtig warm, aber es war nicht drückend warm. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es war zwar richtig, richtig warm, fast 40 Grad oder so, keine Ahnung, was war schon drüber. Aber trotzdem war es richtig angenehm. Das kann man halt hier mit dem Sommer nicht vergleichen, wenn das richtig, richtig warm ist. Weil es dann automatisch auch so schwül ist und das hat man da halt nicht. Und ja, da haben wir halt auch richtig viel unternommen und haben uns Sachen angeguckt. Ich habe Kokosnüsse ganz frisch aufgeschlagen, geschlürft an der Bar und so. Und ja, das war schon richtig cool. Genau, also man war nicht die ganze Zeit am Pool, sondern hat jeden Tag was gemacht. Und dann abends war man halt am Pool. Also war schon nice. So, ob es dir schwer gefallen ist, am Anfang Videos von dir und ASMR hochzuladen, dass alle es sehen können.
sagen. Also ich habe es jetzt nicht für schlimm befunden, weil ich mir dachte, Leute, die ich nicht kenne, da interessiert es mich nicht, ob die das sehen oder nicht. Es wäre jetzt anders gewesen, wenn ich gewusst hätte, hey, Leute, die ich kenne, die können das von Anfang an verfolgen. So. Da wäre es, glaube ich, schon ein bisschen anders gewesen, aber ich hätte es trotzdem gemacht. Also so ist es jetzt nicht. Aber nee, also deswegen hatte ich da kein Problem mit. Genau. Was gefällt dir lieber, ASMR-Videos oder Livestream? Beides, beides. Da kann ich mich wirklich nicht entscheiden. Also es hält sich wirklich exakt die Waage. Also ja, was anderes kann ich da nicht sagen. Wie bist du zu ASMR gekommen? Liebe Grüße. Also, das war kompletter Zufall. Also ich habe das immer so alle halbe Jahre circa, dass ich mir so ein paar Szenen von Sailor Moon, dem Anime, raussuche bei YouTube. Immer diese Kampfszenen und so. Oder wo die enttarnt werden. Das finde ich immer total spannend. Und an dem Abend war ich halt wieder auf der Suche und habe dann auf einmal ein Video entdeckt, wo eine als Sailor Jupiter verkleidet war. Und ich dachte halt, okay, ist das ein Cosplay? Bin da raufgegangen und habe festgestellt, okay, die Person, die flüstert und die tippt da immer drauf rum, was ist das denn? Gleich wieder weggemacht. Und habe dann mein ursprüngliches Video geguckt, was ich sehen wollte. Und danach habe ich aber wieder an dieses Video gedacht mit ihr, bin dann wieder zurück und habe mir das komplette Video reingezogen. Dann habe ich den Kanal so ein bisschen abgecheckt und habe gesehen, überall steht ASMR. Was ist das? Habe das denn gegoogelt? Ja, und dann habe ich mir weitere Videos reingezogen. Und das hat bei mir auch so wunderbar geholfen zum Entspannen. Man ist viel entspannter geworden, seit man ASMR schaut und so. Also ist bei mir jedenfalls so. Und die Person, die ich entdeckt hatte, war damals Dreamplay ASMR. Also da könnt ihr euch gerne bedanken, wegen ihr sitze ich heute hier. Und ich habe mir dann ein halbes Jahr locker ihre Videos von morgens bis abends reingezogen. Und dachte dann so, okay, warum nicht selber anfangen? Und ja, wie gesagt, jetzt sitze ich hier. Deswegen, es war totaler Zufall. Genau. So, dann geht's mit der nächsten Frage weiter. Welcher deiner ASMR-Trigger findest du am besten? Oh, das ist eine schwere Frage. Da könnte ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ich mag so viele Trigger. Ich mag die Bubble Timer. Dann diese ganzen Knistersachen, Schaum. Oh nee, da könnte ich mich echt nicht entscheiden. Echt nicht. Es tut mir leid. Okay. Wer ist in Harry Potter dein Lieblingscharakter und warum? Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Lieblingscharakter bei Harry Potter, weil ich finde, alle sind auf ihre eigene Art und Weise richtig, richtig nice und schließen den Kreis. Oh, das hat sich gerade gereimt, glaube ich. Und ja, ich finde alle auf ihre Art und Weise richtig nice. Hagrid, Harry, Hermine, Ron, Snape, alle. Ich finde alle nice, deswegen da könnte ich mich jetzt auch nicht entscheiden. So, wie war deine Schulzeit? Ich würde gerne ein anderes Wort jetzt benutzen, aber ich sag's mal so, nicht schön. Ich hätte gerne ein anderes Wort benutzt, aber ihr könnt euch das vielleicht denken. Also absolut nicht gut. Ich bin froh, dass meine Schulzeit vorbei ist. Ich habe auch keine Schulfotos mehr von mir. Die habe ich damals weggeschmissen, weil das Kapitel war für mich einfach komplett abgeschlossen. Das liegt aber auch daran, dass ich damals in meiner Schulzeit halt hart gemobbt wurde. Von der dritten Klasse an bis zum Ende. Und das hat sich nachher erst so gut wie vorm Schluss quasi geändert. Als ich mit Boxen angefangen habe, weil ich in einer Sportklasse gewechselt bin. Und da musste man halt ein Sportfach wählen, sonst wäre man nicht in die Klasse gekommen. Und ich habe mich da halt für Boxen entschieden. Und da ist mein
Fächer waren so Mathe und so, ja, so Geografie. Boah, nee, das war gar nicht meins. So. Hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ja, ich habe einen Hund, einen Labrador namens Apollo. Genau, aber das reicht mir auch. Also mehr Haustiere brauche ich nicht. So, die nächste Frage ist auch sehr interessant. Nie wieder ASMR hören oder nie wieder ASMR machen? Oh, sehr schwierig, aber im Endeffekt ist es eigentlich auch leicht. Ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, nie wieder ASMR hören oder nie wieder ASMR machen, für nie wieder ASMR hören entscheiden, weil nie wieder ASMR machen, das, nee, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also dann verzichte ich lieber aufs Hören und mache es dann weiterhin selber. Genau, und entspanne mich halt durch mich selber. Was war einer der peinlichsten Momente? Oh, oh Gott. Gibt es bestimmt einige, aber wie so ist, fallen einem die immer nicht so ein. Aber der ist mir sogar jetzt peinlich zu erzählen. Erzähle ich das? Oh, ich weiß nicht. Ja, okay, ich mach's. Also. Das eine Mal hatte Apollo wieder so Magenprobleme und wir sind halt zum Tierarzt gefahren. Mein Freund ist auch mit reingekommen, weil er hebt ihn dann immer meistens so auf den Tisch rauf. Hatte da halt auch wieder gemacht und auf einmal holte der Tierarzt das Thermometer raus und hat ihm das halt hinten in den Po geschoben. Und ich habe Apollo festgehalten und gestreichelt. Und habe dann so gesagt, ja, ich weiß, niemand mag es, sowas in den Hintern geschoben zu bekommen. Und im gleichen Moment, wo ich das gesagt habe, gucke ich meinen Freund an und er guckt mich an. Und ich gucke zum Tierarzt, ich so, oh nein, hat er das gehört? Das hast du jetzt nicht gesagt. Oh mein Gott. Leute, wirklich, wirklich, wirklich. Aber egal, egal, reden wir nicht mehr drüber. Genau. Seit wann machst du schon ASMR? Seit, oh Gott, jetzt, seit wann mache ich ASMR? Seit 3,5 Jahren circa. Ja, ich glaube, es sind 3,5 Jahre circa. Und wie bist du auf ASMR gekommen? Das habe ich ja schon beantwortet. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist so blau-pink. Genau, Babyblau und pink. Genau, was ist dein Lieblingsfilm? Da habe ich keinen Lieblingsfilm, aber ich habe ja vorhin gesagt, welches Genre ich ungefähr mag. Würdest du sagen, du bist eher introvertiert oder extrovertiert? Ich würde sagen, beides. Also ich bin auch mal gerne alleine für mich und kann mich gut ja, alleine unterhalten, sag ich mal, aber ich kann auch unter Menschen. Also da würde ich sagen, geht beides. Genau. Lieblingsessen, da habe ich keins. Ich mag viele Sachen, Lasagne, Pizza, Burger, Königsberger Klöpse, alles möglich. Genau. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße richtig Stefanie, aber alle nennen mich Steffi. Genau, was ist dein Sternzeichen? Ich bin am 25. November geboren und bin demnach ein Schütze. Schütze, Schütze, Schütze. Jetzt muss ich hier mal kurz schauen. Wir sind dann nämlich jetzt bei der letzten Frage angekommen, tatsächlich. Und zwar, was schätzt du an anderen Menschen? Das ist eine gute, gute Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich beziehe das mal jetzt auf mich, so wie es bei mir ist. Also Toleranz auf jeden Fall, Freundlichkeit, ja, so Weltoffenheit, dass man nicht sagt, ey, ich habe was gegen Schwule oder gegen Lesben oder sonst irgendwas. Es gibt ja noch andere
einfallen würde, halt wirklich das große Wort Toleranz gegenüber anderen, würde ich sagen. Genau. So, meine Süßen, ich hoffe, ich konnte eure Fragen ordentlich beantworten. Ich bin da immer nicht ganz so gut drin, die richtigen Worte zu finden, muss ich immer wieder feststellen. Aber ja, ich habe mein Bestes versucht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Vielen Dank nochmal für eure ganzen Fragen. Danke. Das wird es bestimmt nochmal geben, so im nächsten Jahr. Dieses Jahr denke ich mal nicht mehr. Ich denke mal so Mitte nächsten Jahres sollte wieder ein Aufruf stattfinden. Da lohnt sich das dann.